Die Villa Hügel ist das Symbol des Aufstiegs von Krupp und auch ein Symbol der Industrialisierung Deutschlands. Erbaut hat sie die herausragende Unternehmergestalt der Familiendynastie Alfred Krupp. Schon in jungen Jahren gilt er als penibler Perfektionist. In einem kleinen Hüttenbetrieb mit 4 Arbeitern versucht er, einem Verfahren zur Herstellung von Gussstahl auf die Spur zu kommen. Das Geheimnis des Gussstahls ist Anfang des 19. Jahrhunderts noch nicht ganz gelüftet. Eisenerz ist die Basis. Aber welche Rolle spielen andere Erze, Hitze und Sauerstoff? Es wird noch herumexperimentiert. In England hat man die besten Lösungen. Deshalb fährt Alfred Krupp unter falschem Namen auf die britische Insel, um englische Verfahren auszukundschaften. Alfred ist ein genialer Techniker. Er erfindet ein Verfahren zur Herstellung von nahtlosen Radreifen aus Gussstahl. Und dies in einer Zeit, in der die Eisenbahn ihren Siegeszug beginnt. Krupp erhält 1853 für seine Radreifen ein Patent auf 15 Jahre. Das weltweite Monopol ist wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Gleichzeitig verfolgt Alfred den Plan, eine Kanone aus Gussstahl zu entwickeln, um den herkömmlichen Bronzekanonen Konkurrenz zu machen. Als es ihm schließlich gelingt, will sie lange keiner haben. Auf der Weltausstellung 1851 in London präsentiert er sie werbewirksam unter einem Baldachin, für das Publikum eine Kuriosität. Als er 1868 auf der Weltausstellung in Paris diesen Riesenmörser vorstellt, ist Alfred Krupp schon so gut im Kanonengeschäft, dass Napoleon III. Mit ihm Waffengeschäfte machen will. Der preußische König Wilhelm I., der den Krupps nahesteht, sieht das natürlich nicht gerne. Alfred Krupp lässt seinen Monarchen wissen, von Preußen allein können wir nicht leben. Es sind schließlich die französischen Kanonenbauer, die die Geschäfte des deutschen Konkurrenten verhindern. Das rächt sich kurz darauf im Krieg Preußen gegen Frankreich 1870-71. Die Gussstahlkanonen von Krupp sind den französischen Bronzekanonen weit überlegen. Sie schießen schneller, weiter, genauer. Preußen gewinnt den Krieg. Alfred Krupp wird eine Schlüsselfigur der Industrialisierung Deutschlands. Das Wachstum seiner Firma spiegelt seinen Erfolg. Am Ende des 19. Jahrhunderts ist Krupp ein Weltunternehmen mit 20.000 Arbeitern. Alfred Krupp ist der Prototyp des patriarchalischen Unternehmers. In einer Zeit ohne jede soziale Absicherung sorgt er für seine Arbeiter. Er lässt, wie später auch alle seine Nachfolger, ganze Siedlungen bauen, in denen die Krupp-Arbeiter mit ihren Familien leben. Sie kaufen in der firmeneigenen Konsumanstalt ein und werden im Werkskrankenhaus versorgt. Alfred gründet eine betriebliche Kranken- und Sterbekasse, Vorbild für die spätere erste deutsche Sozialgesetzgebung unter Bismarck. Im Gegenzug verlangt der Patriarch von seinen Arbeitern Disziplin, Genügsamkeit, Ordnung und Treue. Wer sich aufmüpfig zeigt, wer gar mit der Gewerkschaft oder den Sozialdemokraten liebäugelt, der riskiert die Entlassung und den Verlust aller Sicherheiten. In weiten Teilen der Belegschaft ist man stolz darauf, ein Kruppianer zu sein. Mit Mitte 50 zieht sich Alfred immer mehr aus der aktiven Leitung der Fabrik zurück und bereist mit seiner Frau Bertha und seinem Sohn Friedrich Alfred die europäischen Badeorte. Er entwickelt sich zunehmend zu einem kauzigen Hypochonder. In der Ferne entwirft er die Pläne für den Bau der gewaltigen Villa Hügel mit über 8000 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 269 Räume. Dort, inmitten eines riesigen Parks, verbringt er seine letzten Jahre.
Als seine Frau Bertha ihn verlässt, vereinsamt Alfred Krupp, der Alleininhaber eines riesigen Industrieimperiums, immer mehr. Per Testament sorgt er dafür, dass auch in den folgenden Generationen das gesamte Vermögen in einer Hand bleibt. Es soll stets ungeteilt an einen Alleinerben übergehen. Dies ist zunächst sein einziger Sohn Friedrich Alfred, den er bis in dessen Erwachsenenalter unter seiner Knute gehalten hat. Friedrich Alfred ist kein Unternehmertyp. Aber unter seiner Regentschaft wird das damals größte und modernste Eisenhüttenwerk der Welt in Rheinhausen gebaut. In Rheinhausen entstehen die berühmten Kruppschen Panzerplatten für die Kriegsflotte, das Lieblingskind von Kaiser Wilhelm II. Dabei kommt die Freundschaft, die Friedrich Alfred mit dem Kaiser verbindet, dem Geschäft zugute. Kaiser Wilhelm II. Unterstützt den Kauf der Germania-Werft, in der Krupp bald komplette Kriegsschiffe baut. Die Kanonen von Krupp erlangen Weltruhm. Aus aller Herren Länder kommen die Kunden zu Vorführungen auf den 100 Quadratkilometer großen Schießplatz in Meppen. Völlig überraschend stirbt Friedrich Alfred 1902 mit nur 48 Jahren. Und niemand geringerer als Kaiser Wilhelm II. Führt den Trauerzug an. Friedrich Alfreds junge Tochter Bertha ist die nächste Alleininhaberin eines Unternehmens mit inzwischen 45.000 Beschäftigten. Wohl um die Last der persönlichen Verantwortung von ihren Schultern zu nehmen, wird die Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Da es dafür mindestens 5 Aktionäre geben muss, aber der Alleinbesitz bei Bertha bleiben soll, findet man eine sehr spezielle Regelung. Von den 160.000 Aktien geht nur je eine einzige an diese honorigen Herren aus der Unternehmensleitung. Bertha ist jetzt die beste Partie Europas. Sie verliebt sich in den Diplomaten Gustav von Bohlen und Halbach, der gleich nach der Hochzeit in die Geschicke des Konzerns eingeführt wird. Gustav, genannt Taffy, kompensiert seine Rolle als Prinzgemahl mit strengem Pflichtbewusstsein. Als Freund der Familie erlässt Kaiser Wilhelm II. Ein Dekret, durch das Gustav den Namen Krupp vor seinen eigenen stellen darf. Wilhelm II. Ist regelmäßiger Gast in der Villa Hügel. Er hat dort seine eigenen Räume. Das sogenannte Kaiserbad, für damalige Verhältnisse ein absoluter Luxus, ist nur ihm vorbehalten. . 1907 wird Alfred geboren, der nächste männliche Erbfolger. Er wird in der wachsenden Kinderschar mit besonderer Strenge als Kruppscher Kronprinz erzogen.